Dies ist eine Exponentialgleichung, weil die unbekannte x als Exponent auftritt. Wir haben hier drei verschiedene Basen. Diese Basis, das ist 5 mal 5. Diese Basis ist 5 mal 3. Und diese Basis ist 3 mal 3. Würden wir diese 15 durch die 9 teilen können, dann hätten wir als Bruch 15 Neuntel, das heißt 5 Drittel. Würden wir diese 25 durch 9 teilen, dann hätten wir als Bruch 25 Neuntel, das heißt das Quadrat von 5 Drittel. Hier haben wir als Bruch 5 Drittel und da das Quadrat von 5 Drittel. Dann ist das bestimmt eine gute Idee. Wir werden also die gesamte Gleichung durch 9 hoch x teilen und wir sind sicher, dass wir das dürfen, denn 9 hoch egal welche reelle Zahl ist immer streng positiv, also niemals 0. Und so stoßen wir auf diese Gleichung. 25 hoch x geteilt durch 9 hoch x, das ist dasselbe wie 25 Neuntel hoch x. Und 15 hoch x geteilt durch 9 hoch x, das ist dasselbe wie 15 Neuntel hoch x, also so. Und diese 25 Neuntel sind hier sofort umgeschrieben worden in 5 Drittel im Quadrat. Diesen Bruch können wir noch kürzen. Und diese beiden Exponenten dürfen wir vertauschen, denn hier werden die zwei Exponenten multipliziert und da auch. 2 mal x ist genau dasselbe wie x mal 2. Somit stoßen wir also auf diese Exponentialgleichung, in der die Unbekannte aber nur noch in dieser Form vorkommt. 5 Drittel hoch x, da auch 5 Drittel hoch x. Also stellen wir diese Form gleich y und ersetzen diese Form da und da durch y. Somit stoßen wir auf diese Gleichung zweiten Grades in y, die genau zwei Lösungen hat, und zwar 2 und 5 Drittel. Aber Vorsicht, wir sind nicht fertig. Wir haben y-Werte gefunden, aber es werden x-Werte gefragt. Also nicht vergessen, back to x. Schauen wir den ersten Fall, wenn y 2 ist. Wenn y 2 ist, dann bedeutet das, dass 5 Drittel hoch x 2 sein muss. Wir haben hier eine einfache Exponentialgleichung. Potenz gleich Potenz, aber die Basen sind nicht gleich. Dann nehmen wir beidseitig einen Logarithmus, zum Beispiel den natürlichen. Und jetzt kommt die Wirkungskraft von einem Logarithmus. Dieser Exponent darf vor den Logarithmus gesetzt werden, wo er multipliziert. Und somit erhalten wir als x-Lösung ln von 2 geteilt durch ln von 5 Drittel. Und ln von 5 Drittel, das ist dasselbe wie ln von 5 minus ln von 3. Der erste Fall ist erledigt, der führt zur x-Lösung ln von 2 auf ln von 5 minus ln von 3. Jetzt der zweite Fall, wenn y 5 Drittel ist. Das bedeutet, dass 5 Drittel hoch x gleich 5 Drittel ist. Das ist auch eine ganz einfache Exponentialgleichung der Art Potenz gleich Potenz, denn das hier ist dasselbe wie 5 Drittel hoch 1 und die Basis ist genau dieselbe. Deshalb brauchen wir keinen Logarithmus, um die zu lösen, wenn die zwei Basen gleich sind in solch einer Exponentialgleichung. Dann bedeutet das, dass die Exponenten gleich sein müssen, also muss x gleich 1 sein. Somit haben wir zwei Lösungen gefunden, diese und diese. Wir stecken beide Lösungen in die Lösungsmenge hinein und fertig.